Heimtrainer-Test, 9 Modelle Vergleich. Sie wollen Ihrem Körper zu mehr Fitness verhelfen, doch die Clubs und Studios in Ihrer Nähe finden Sie nicht gerade verlockend, ständig von anderen schwitzenden Menschen umgeben zu sein. Die einen im schlimmsten Fall auch noch die ganze Zeit beim eigenen Training beobachten. Macht die ganze Sache nicht gerade attraktiver? Da ist ein Heimtrainer die bessere Option. Den können Sie schnell auf und wieder zusammenklappen, sparen also Platz und können nebenbei Ihre Lieblingsmusik oder Serien gucken, ohne währenddessen gestört zu werden. Ein weiterer Vorteil: Sie können nach dem Training gleich unter die eigene Dusche springen und müssen sich keine Gemeinschaftsdusche mit anderen teilen. Damit Sie auch das richtige Gerät für sich finden, haben wir die Topseller miteinander verglichen. Mit einem Originalpreis von 128 Euro gehört der Heimtrainer von Ultrasport zu den günstigsten Modellen in diesem Bereich. Die 8 Widerstandsstufen helfen Ihnen dabei, Ihr Herz-Kreislauf-System zu stärken und die Muskeln aufzubauen. Das LCD-Display zeigt die Zeit, Kalorien, Geschwindigkeit, Distanz und den Puls an. Laut Hersteller ist das Gerät schnell und einfach aufgebaut. Masse: 80, 5x 43, 5x 112 cm. Gewicht: 15, 5 kg. Belastungsgewicht: max 100 kg. Programmstufen: 8. Klappbar: ja. Display: LCD. Originalpreis: 128 Euro. Geräuschloses Training können Sie auch beim Ergometer von Yoroto erwarten. Sitz und Lenker sind bei diesem Gerät beide jeweils vierfach verstellbar und somit auf eine Schrittlänge von maximal 92 cm einstellbar. Über den LCD-Monitor können Sie die Daten Ihres Trainings verfolgen. Ein Notbremsknopf sorgt dafür, dass die Sitzung schnell unterbrochen werden kann. Für den Aufbau sind alle notwendigen Werkzeuge enthalten. Wegen seiner angepriesenen Stabilität ist der Heimtrainer jedoch nicht faltbar. Masse: 109x 50x 108 cm. Gewicht: 42, 6 kg. Belastungsgewicht: 136 kg. Programmstufen: 7. Klappbar: nein. Display: LCD. Gerade bei Menschen, die mit Arthrose, Muskelschwund oder Gelenkschmerzen zu kämpfen haben, ist ein Pedaltrainer ideal. Auf dem Sofa oder einem bequemen Stuhl sitzend können Sie die Durchblutung wieder in Schwung bringen und die Gelenke mobilisieren. Besonders für ältere Menschen, die nicht mehr so fit sind, ist ein Pedaltrainer gut geeignet. Masse: 58x 31, 5x 21. 2 cm. Gewicht: 10, 21 kg. Belastungsgewicht: 210 kg. Programmstufen: 8. Klappbar: nein. Display: nein. Originalpreis: 159, 99 Euro. Sportgeräte sind nicht günstig, doch wenn sie lange halten sollen, lohnt sich eine Investition. So auch beim Cross-Trainer von MAXXUS. Die 12 Programme und 16 Widerstandsstufen bieten ein individuelles Training, das Sie ganz auf Ihre aktuellen Bedürfnisse anpassen können. Ein Erlebnis wie im Fitnessstudio ohne die negativen Aspekte. Für ein geräuschloses Training sorgt das computergesteuerte Magnetbremssystem und die ausbalancierte schwere Schwungscheibe. Den e-liebsten Trainer können Sie zudem per App steuern und mit dem Flaschenhalter haben Sie Ihr Getränk immer in greifbarer Nähe. Masse: 70x 165x 174 cm. Gewicht: 71 kg. Belastungsgewicht: 135 kg. Programmstufen: 16. Klappbar: nein. Display: LCD. Originalpreis: 999 Euro.
Das multifunktionale LCD-Display zeigt Ihnen beim Sport TEC CX700 nicht nur die Zeit und Entfernung an, sondern ebenso den Kalorienverbrauch und die Pulsfrequenz. Auch diesen Crosstrainer können Sie per App steuern und sich auf ein geräuscharmes Training freuen, das durch 7 verschiedene Farben unterstützt wird und es so noch aufregender macht. Wählen können Sie bei diesem Trainer zwischen insgesamt 12 Programmen. Masse 122x62x164 cm. Gewicht 24 Kilogramm. Belastungsgewicht 120 Kilogramm. Programmstufen 12. Klappbar, nein. Display, LCD. Originalpreis 799 Euro. Wollen Sie sich zu Hause lieber ein Laufband aufstellen, gibt es auch hier einige Möglichkeiten. Zum einen können Sie eins wählen, das einem herkömmlichen Laufband im Fitnessstudio gleicht. Das Praktische an einem Laufband ist, dass Sie darauf zu Beginn einfach nur spazieren gehen oder walken können, um dann stetig das Pensum zu erhöhen, in Ihrem eigenen Tempo. Mit den 2 voreingestellten Modi können Sie zudem leicht zwischen dem Jogging- und Laufmodus wechseln. Das alles kann übrigens mit Hilfe einer Fernbedienung gesteuert werden. Eine schöne Erweiterung sind die Bluetooth-Lautsprecher, die Sie mit Ihrem Smartphone koppeln und dann Ihre Lieblingsmusik hören können. Masse 150x74x16 cm. Gewicht 36 Kilogramm. Belastungsgewicht 110 Kilogramm. Höchstgeschwindigkeit 15 Kilometer. Klappbar, ja. Display, LED. Originalpreis 499 Euro. Wer es ganz dezent und vor allem platzsparend mag, der ist mit einem Working Bed gut bedient. Zusammengeklappt passt es unter jedes Bett oder Sofa oder kann ganz leicht hinter der Tür verstaut werden. Das 4-Schichten-EFA-Material schont Ihre Knie beim Laufen und mit der Fernbedienung und der App können Sie diverse Einstellungen vornehmen, ohne das Training unterbrechen zu müssen. Das Gerät hat eine Kindersicherung und kann sich automatisch abschalten. Ein Working-Bett eignet sich übrigens auch hervorragend, wenn Sie sich ein Homeoffice einrichten wollen und dafür einen höhenverstellbaren Tisch nutzen. So können Sie den Tisch hochfahren und beim Arbeiten in Bewegung bleiben, wodurch Sie Ihre tägliche Schrittanzahl steigern. Masse 143 2x54 7x12 9 cm. Gewicht 28 Kilogramm. Belastungsgewicht 100 Kilogramm. Höchstgeschwindigkeit max 6 Kilometer. Klappbar, ja. Display, nein. Originalpreis 399 Euro. Rudergeräte werden immer beliebter, immerhin werden die Gelenke geschont, während man den ganzen Körper trainiert. Das Gerät von Sport Plus verfügt über einen ergonomischen Sitz und einstellbare Anti-Rutschpedale. Mit einer Schwungmasse von 8 Kilogramm und den insgesamt 8 Widerstandsstufen können Sie optimal rudern. Mithilfe der LCD-Anzeige haben Sie Schlagschläge, Distanz, Kalorien, Zeit, Puls und Ruderschläge min auf einen Blick. Das Rudergerät ist außerdem klappbar und kann schnell und platzsparend verstaut werden. Masse 190x51x77 cm. Gewicht 26,5 Kilogramm. Belastungsgewicht 150 Kilogramm. Programmstufen 8. Klappbar, ja. Display, ja. Originalpreis 379,99 Euro. Mit dem Heimtrainer ist es wie mit jedem anderen Sportgerät, die Dauer des Trainings hängt von Ihrer eigenen Fitness ab. Starten Sie gerade mit dem Training, empfehlen wir 20 Minuten für den Start bei 3 bis 4 Mal die Woche.